Herzlich willkommen auf LH Cybersecurity und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute den Wi-Fi Pineapple Mark 7 an von Hack 5, der frisch auf den Markt gekommen ist, und wir machen dazu ein Unboxing. Ich zeige dir die technischen Details, was alles noch dabei ist, und für dich habe ich auch noch extra die teure Version gekauft, die Tactical Version mit dieser Tactical Tasche und noch den Stickers, die schauen wir uns auch noch an. Also, ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich. Okay, dann starten wir mal. Also wir haben hier den Wi-Fi Pineapple Mark 7, sieht man auch hier unten. Eins der neuesten Modelle von Hack 5 und es kommt frisch von Amerika importiert nach Deutschland. Über den Zoll sogar hier noch die Rechnung zu mir nach Hause. Und es ist heute angekommen, ich freue mich schon riesig, es mit euch auszupacken. Die äußere Amazon, oder was für Amazon, äußere Verpackung habe ich schon mal weggetan. Und jetzt haben wir hier das gute Stück, die Verpackung ist leider schon ein bisschen beschädigt. Lag wahrscheinlich am langen Weg. Und ich würde sagen, ja, machen wir das Ganze mal auf. Seid ihr schon gespannt? Yes! Gut, hier, wir sehen, alles schön in schwarz gehalten. Hier eine Karte. Wi-Fi Pineapple Mark 7. Kleine Erklärung, wie es aufgebaut ist. LED, USB-Port, Reset-Button und so weiter. Wie man draufkommt, die IP-Adresse mit dem Port auch relativ wichtig. Dann haben wir hier noch die ganzen Statusmeldungen von der LED. Die sehen wir später. Wie viele Antennen dabei sind und was halt eben in der Box ist. Genau, nochmal Safety-Hinweise und Spezifikationen. Genau, ich mache es nochmal kurz zu, dann zeige ich euch nochmal die Spezifikationen an der Seite. Hier haben wir einmal den Internetstandard, dann USB-Power, Wireless Access Point, die Antennenart. Und ja, was mir hier ein bisschen auffällt, ist, dass es 2,4 GHz nur dort steht, aber dieser neue Wi-Fi Pineapple kann auch 5 GHz. Und ja, wir haben hier 5 Volt mit 2 Ampere, also kann eigentlich jedes normale Ladegerät kann diesen Wi-Fi Pineapple steuern oder ja, mit Strom versorgen. Genau, dann packen wir mal das gute Stück aus. Schnell die Tür zugemacht. Gut. Ja, er ist in einer ESD-Verpackung drin, sehr wünschenswert, damit keine elektrisch-statische Ladung entsteht. Und ja, so schaut das Ganze von vorne aus. Wir haben hier die Anschlüsse für die drei Antennen. Auf der Rückseite haben wir die MAC-Adresse und ja, noch ein paar kleine Infos, die wir vorher schon gesehen haben. Hier auch schön viel Luft, also Platz für die Lüftung. Der hat keine aktive Kühlung, der wird einfach nur von der durchströmenden Luft gekühlt. Hier an der Seite dasselbe. Und jetzt kommen wir hier zu den Anschlüssen. Hier haben wir einmal einen USB-Port, ganz normal. Da können wir ganz normal USB-Sticks anschließen oder noch eine extra Wi-Fi-Antenne. Oder eben auch Ethernet, also Ethernet via USB. Und hier haben wir den USB-C, der ist zum Laden da. Genau. Hier haben wir dann den Reset-Button, ist ein bisschen schwierig zu drücken, aber geht schon und ein bisschen versteckt, ja, aber jetzt wisst ihr es ja, wie es funktioniert. Unten haben wir auch noch ein paar Füßchen, damit eben die Luft gut durch kann, finde ich ganz schön gestaltet, schlicht, und hier oben halt die LED, genau. Dann haben wir hier noch ein USB-C-Ladekabel auf USB-C. Das ist auch relativ praktisch zum Laden eben. Oder ja, zum Datenübertragen. Genau. Dann schauen wir uns die Antennen an, die dabei sind. Hier haben wir einmal zwei Stück. Ist auch schön verpackt. Die können wir einfach hier per Schrauben anschließen. Und dann eben nach oben knicken. Und ja, wir müssen schauen, dass es gut fest ist und dann erst nach oben drehen, ansonsten kann es sein, dass es keinen Kontakt gibt. Ja, die anderen lasse ich jetzt mal weg oder ich baue sie noch an für euch. Haben wir Zeit.
Ich beeile mich auch. Hier nochmal die letzte, die ist auf der anderen Seite verpackt, auch in einer schönen Plastikhülle. Ich tue mal die Box wieder auf die Seite. Ihr müsst wissen, ich mache das nicht so oft hinter Kamera. So, diesen Art von Filmstil. Gut, so schaut das ganze Ding jetzt fertig aus. Ich habe für euch sogar die Extended, die Tactical Version gekauft. Bei der Tactical Version ist noch ein Haufen Zeug dabei, das zeige ich euch schnell. Ja, ich feiere halt eben so IT-Sicherheitszeug und Hack 5 auch. Deswegen habe ich mir gedacht, hier, nehmt meine 20 Euro mehr. Dafür kriege ich dann noch ein paar coole Sticker. Genau, da haben wir einmal hier eben die Hack 5 Logos. Trust Technolust. Cooler Leitspruch finde ich auch. Immer schön in die Technolust vertrauen. Und hier ganz cool ein Wi-Fi Pineapple Sticker mit hinten Klettverschluss. Den können wir uns irgendwo drauf nähen. Auf eine Jacke, was weiß ich. Und dann können wir da sogar andere Sticker drauf tun. Und das Wichtigste hier, was ich eigentlich am besten finde, ist natürlich der Aufkleber. Der ist in der Basic Version nicht dabei. Der kommt natürlich hier drauf. Das muss, finde ich, schon sein. Hier ist auch die LED ausgeschnitten. Ja, das sollte auf jeden Fall sein, dass der drauf kommt. Weil das schaut einfach viel cooler aus und jeder weiß direkt Bescheid, was ihr da für coole Hardware habt. Genau, außer ihr seid halt undercover unterwegs, dann würde ich euch die Basic-Version empfehlen, ohne diesen Aufkleber. Denn dann fällt dieser Router oder dieses Hacking-Tool nicht so auf. Genau, dann haben wir auch noch dabei bei der Tactical-Version eben ein USB Essential Type-C. Das finde ich auch richtig cool. Hier, das ist eben perfekt zum Laden von dem ganzen Wi-Fi Pineapple. Oder was heißt Laden? Stromversorgung eben. Können wir hier anschließen. Und dann können wir hier entweder auswählen, ob wir es über normales USB laden wollen oder Micro oder USB-C. Und dann haben wir hier auch nochmal, hier können wir, haben wir nochmal den Adapter für Micro-USB. Sehr praktisch, kann man halt so bei jeder Gelegenheit sein Wi-Fi Pineapple powern. Genau. Was habe ich noch? So, dann haben wir bei dem Tactical Kit auch noch eine Tasche dabei. Die packen wir jetzt schnell aus und schauen uns die mal genauer an. Hier dein Wi-Fi Pineapple auf die Seite. Hier cool mit Logo. Vorne eine kleine Tasche für USB-Sticks oder das hier zum Beispiel. Und dann machen wir mal die Hauptseite auf. Und wir sehen hier, es klappt alles schön auf. Wir haben hier kleine Taschen und größere Taschen. Oder noch kleinere Taschen. Und hier eine Tasche mit Reißverschluss. Ja, können wir einiges verstauen. Hier, wir schauen mal, ob die Antennen reinpassen. Ja, das schaut schon mal gut aus. Und hier wahrscheinlich dann unser Wi-Fi Pineapple. Also wir schauen, dass er hier mit den Anschlüssen reinpasst und es schaut doch top aus. Genau, dann können wir hier noch eine Powerbank reintun. Ich habe hier schon eine. Die ist ziemlich groß und von Anker. Finde ich, ist eine der besten mit Preis-Leistung. Link kommt in die Beschreibung. Und ja, wir haben hier auch eine Akkuanzeige, also die ist voll. Die brauchen wir zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind und keinen Strom haben, aber trotzdem eben alles testen wollen. Normalerweise sollte die hier so rein, aber da ich mir so eine große gekauft habe, passt die hier nicht rein. Deswegen tue ich sie einfach hier rein. Und wir machen das Ganze wieder zu. Und schon haben wir unser Hacking-Kit dabei. Passt easy in die Tasche. Finde ich echt cool, weil es eben extra dafür ausgelegt ist. Und ja, wenn ihr darauf Lust habt, nehmt die 20 Euro in die Hand bei Hack 5. Link kommt auch in die Beschreibung, wo ihr den kaufen könnt. Und ja, gönnt ihn euch. Ich wurde nicht von Hack 5 gesponsert, falls es jemand sich da fragt. Gut,
Ich hätte es vielleicht ein bisschen andersrum aufmachen sollen. Aber ja, ich wurde nicht von denen gesponsert, aber ich mag die Firma echt. Und die haben coole Sachen. Deswegen zeige ich euch das Ganze. Und in Zukunft werden natürlich auch noch mehr Videos folgen übers Interface. Genau nochmal kurz zu den Daten. Das Ganze hat 256 MB RAM, 2 GB Speicher, Power über USB-C. Und es hat eben ein neues Web-Interface. Man muss sagen, das ganze Teil ist noch relativ am Anfang. Version 1.2 läuft gerade drauf. Und ja, man muss schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Leider auch noch nicht so viele Features. Aber ich zeige euch im nächsten Video das Web-Interface und was bis jetzt schon geht. Und durch die Community wird natürlich auch viel entwickelt an dem ganzen Teil. Das heißt, ich denke mal, so ein paar Monaten gibt es da einige coole Angriffsmethoden oder eben Recon and Sense Tools. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib doch einen Daumen nach oben, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke und ansonsten, wenn du noch Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich beantworte dir alles gerne. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen mega schönen Tag, Happy Hacking und bis zum nächsten Video. Peace!